Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 14. Ja, wir haben in den letzten Folgen das Hauptszenario aus Final Fantasy 14 Heavensward beendet, aber das ist noch nicht alles in Heavensward. Es liegt noch das ein oder andere vor uns, bis wir Richtung Stormblood starten können. Und zwar nicht zu knapp, es geht jetzt weiter hier im Anwesen der Fontans. Dafür müssen wir natürlich erstmal rein. Wir haben ja jetzt den Papst besiegt. Und haben uns gegen Lahabrea wirklich durchsetzen können? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich freue mich, dass die Allianz mit Ishgard nun endlich in greifbare Nähe gerückt ist. Und auch, dass ich an so einem geschichtsträchtigen Ereignis teilnehmen durfte. Das ist alles nur dein Verdienst. Hätte der Papst gesiegt, nicht auszudenken. Eorzea sieht großen Umbrüchen entgegen. Jede Reform ist anfangs hart und bringt auch Verzicht und Kompromisse mit sich. Doch am Ende steht das große Ziel des dauerhaften Friedens. Wir haben ein ganz neues Kapitel der Geschichte aufgeschlagen. Die Galear haben ihre Ambitionen hinsichtlich der Eroberung Eorzeas nicht aufgegeben und unser treuer Estinien ist Nidhoggs rachsüchtiger Seele zum Opfer gefallen. Wenn es einen Weg gibt, ihn zu retten, dann müssen wir ihn finden. Der Weg, der vor uns liegt, ist voller Hindernisse, aber gemeinsam werden wir sie überwinden. Du, Alfino, das glaube ich tatsächlich auch, definitiv. Wahrheit tut weh. Ah, zur rechten Zeit. Tataru wollte mir gerade erzählen, was sie über den Verbleib unserer Freunde herausgefunden hat. Tataru, bitte sag, dass du gute Neuigkeiten für uns hast. Ja, Alfino, sehr gerne und es stimmt sogar. Riol und die Abenteurer haben einige nützliche Informationen zusammengetragen. Allem Anschein nach kommen sich Flamin und ihre Begleiter vor der Kristall... Allem Anschein nach konnten sich Flamin und ihre Begleiter vor den Kristallstreitern in Sicherheit bringen. Sie sollen mit einem Schiff in Richtung Rasatan geflohen sein. Und einen Hinweis, dass Ida und Papalimo entkommen sind, gibt es auch. Ihre defekten Kontaktperlen wurden in der Perlengasse in Ulda gefunden. Ich vermute, dass sie sich auf dem Weg aus der Falle freigekämpft und dann ihre Kontaktperlen weggeworfen haben, damit man sie darüber nicht aufspüren kann. Noch wissen wir nicht, wo sie stecken, aber ich glaube fest daran, dass sie am Leben sind. Ja, das lässt hoffen. Aber was ist mit Minfilia und Tancred? Konnten sie aus den sildischen Tunneln unter Ulda entkommen? Von den beiden fehlt leider jede Spur. Ah, aber ich habe eine Gelehrte aus Schalayan um Rat gebeten. Sie will uns helfen und hat sich schon auf den Weg nach Eorzea gemacht. Ich glaube, du kennst sie, Alfino, aber sie hat mich gebeten, dir nicht ihren Namen zu verraten. Sie möchte dich überraschen. So, so, eine Gelehrte aus Schalayan, sagst du? Da machst du mich aber neugierig. Wenn du ihr so viel Vertrauen entgegenbringst, freue ich mich schon darauf, sie zu treffen. Zuvor muss ich jedoch noch Großmeister Aemerick meine Aufwartung machen. Er hat mich um eine vertrauliche Unterredung gebeten. Velvet, dich hätte ich gerne dabei. Begleitest du mich zur Kongregation der Tempelritter? Bis zur Ankunft von Tatarus geheimnisvoller Hoffnungsträgerin bleibt uns sicher noch genug Zeit. Klar, wenn du das möchtest. Ja, kein Problem. Ich stehe mit dir in Kontakt und warte auf euch im vergessenen Ritter. Kommt dorthin, wenn ihr Zeit habt. Okay. Das klingt doch alles gerade ganz positiv. Ah, schön, wenn mal alles so läuft, wie man es sich wünscht und alles eine schöne Wendung nimmt. Also, Kongregation der Tempelritter, die ist... Oh Gott, die ist da oben, ne? Ne, Fundamente. Ah. Genau. Wir können uns zum vergessenen Ritter teleportieren. Auch wenn wir jetzt noch nicht mit Tataru reden können, ist die Kongregation der Tempelritter trotzdem direkt nebenan. Von daher passt sich das gut. So, ich muss demnächst mal noch die Sachen von der... Collectors Edition entgegennehmen, die ich freundlicherweise gestellt bekommen habe. Dankeschön an Square Enix. So. Ja, wir wollen zu Großmeister Aemerick. Mal gucken, was der jetzt so geplant hat für die Zukunft. Ach, Lucia ist auch dabei.
Seid gegrüßt, Freunde Ishgards. Danke, dass ihr uns eure kostbare Zeit widmet. Es gibt Dringendes zu besprechen, das nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Es ist uns eine Ehre, Großmeister Aemerik. Für eine vertrauliche Unterredung mit euch nehmen wir uns gerne Zeit. Worum geht es? Wie ihr wisst, hat Ishgard mit dem Ableben des Papstes nicht nur sein religiöses Oberhaupt, sondern auch seinen Herrscher verloren. Die gesellschaftliche Ordnung ist aus den Fugen geraten. Gemäß unserer heiligen Gesetze habe ich als Großmeister der Tempelritter stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Doch das kann nur eine Übergangslösung sein. Für gewöhnlich würden sich nun bald die obersten Würdenträger der Kirche und die Fürsten versammeln, um einen neuen Papst zu küren. Doch die Lage ist alles andere als gewöhnlich. Die bittere Wahrheit, die wir ans Licht gebracht haben, hat unseren Staat in seinen Grundfesten erschüttert und die Legitimation des Papstes in Frage gestellt. Wir können unmöglich einfach so zur Tagesordnung übergehen. In der Tat. Die Lügen über den Drachenkrieg, die 1000 Jahre verbreitet wurden. Der wahnsinnige Plan des Papstes, mit der Macht eines Primae ewigen Frieden zu erzwingen. Ihr habt dem Volk wirklich Ungeheuerliches enthüllt. Ich hatte durchaus Bedenken, doch mir blieb keine Wahl, außer eine offizielle Erklärung abzugeben. Es wurden die wildesten Mutmaßungen angestellt, erst recht seit die Kriegerin des Lichts auf dem Rücken eines Drachen in die Stadt geflogen kam. Die Abwesenheit des Papstes ließ sich nicht länger verbergen und außerdem wollte ich verhindern, dass irgendjemand Falschinformationen streut, um die Wahrheit in seinem Sinne zu verdrehen. So entschied ich mich nach reiflicher Überlegung für eine schonungslose und umfassende Aufklärung. Doch die Auswirkungen hatte ich offensichtlich unterschätzt. Die Wahrheit entfesselte einen Sturm der Entrüstung, der nun in Ishgard wütet. Indem ich nach bestem Wissen und Gewissen die Machenschaften des Papstes, meines Vaters, vereitelt habe, habe ich auch große Unruhen heraufbeschworen. Enttäuschung und Zorn können schnell in Gewalt umschlagen. In der Tat häufen sich bereits Vorkommnisse, bei denen Kirchenangehörige beschimpft und bedroht werden. Hilda und ihre Anhänger bemühen sich redlich in den Schwaden für Ordnung zu sorgen. Bisher konnten sie die schlimmsten Übergriffe verhindern. Doch wie lange noch? Solange die Lage noch relativ ruhig ist, wäre es das Beste, den Drachenkrieg endgültig zu beenden. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Wir sind Ishgard stets mit Freuden zu Diensten. Doch was können wir zur Beendigung des Krieges bloß beitragen? Begleitet mich zum Trinea-Annex und stellt Kontakt zu den Drachen her. Wollt ihr mit Vidovnir sprechen? Ja, wir möchten sie nach Ishgard einladen, um die Versöhnung voranzutreiben. Allein wird Lucia kein Gehör finden, deshalb bitte ich euch, sie zu begleiten und zwischen ihr und den Drachen zu vermitteln. Seit Isel nicht mehr unter uns weilt, seid ihr die Einzigen, denen die Drachen vertrauen. Okay, wir helfen natürlich, wo wir nur können. Ishgard hat in euch wahrlich treue Verbündete. Möge Halone über euch wachen. Der kleine Alfino. Der ist jetzt so winzig neben meiner Viera. Die Wahrheit, die nach der triumphalen Rückkehr der Helden verkündet wurde, versetzte das Volk von Ishgard in Aufruhr. Mit einem Schlag wurde allen Bürgern klar, dass die 1000-jährige Geschichte ihrer Stadt und ihr Glaube auf nichts als Lug und Trug beruhten. Sie fühlten sich ihres Lebenssinns beraubt. Die Leere in ihren Herzen füllte sich mit Angst, Trauer und Zorn.
Zum Glück gab es noch jene, die unbeirrt den Pfad der Rechtschaffenen beschritten, um den Kreislauf aus Krieg und Verzweiflung zu durchbrechen. Sie glaubten fest an eine Zukunft, in der das Volk von Ishgard und die Drachen in Frieden miteinander leben würden. Ja, daran glaube ich auch. Das wäre auf jeden Fall schön, wenn das klappen würde. Doch während wir zu hoffen wagten, sann unser Erzfeind im Verborgenen auf Rache. Nidhogg, der sich des Leibes des Azur-Drachenreiters Estinien bemächtigt hatte und nun wieder über die Macht seiner beiden Augen verfügte. So verzweifelt wir uns nach Frieden sehnten, so grimmig wünschte der schwarze Drache Krieg. Und damit war er keineswegs allein.